Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kurier-Talk. Ich darf heute begrüßen Udo Landbauer. Er ist Chef der FPÖ in Niederösterreich und Landeshauptfrau-Stellvertreter. Herr Landbauer, Sie haben jetzt vor kurzem ein Jahr Arbeitsübereinkommen mit der Niederösterreichischen Volkspartei unter Johanna Mikl-Leitner gefeiert oder quasi Resümee gezogen, allerdings getrennt voneinander. Gibt es einen Grund, warum man nicht gemeinsam an die Öffentlichkeit getreten ist, um Bilanz zu ziehen über die ersten 365 Tage schwarz-blau? Ich glaube nicht, dass jetzt unbedingt die große Zeit des Feierns ist. Wir haben das getrennt voneinander gemacht, ohne Hintergedanken. Die beiden Klubobleute haben eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht, aber da hat niemand irgendwas Böses gedacht. Zumindest ich für meinen Teil kann es sagen, ich weiß es. Da war kein Hintergedanke dabei. Es ist im Wort ein Jahr, das erste Jahr, das wir hinter uns gebracht haben. Und das ist ein Jahr, wo ich sage, ich bin glücklich, dass wir in diesem ersten Jahr auch so viel umsetzen konnten. Ich sage nur Corona-Fonds, ich sage nur Pflegescheck, Schulstartgeld. Ich denke an die Abschaffung der ORF-Landesabgabe oder auch den Gendererlass. Und das ist nichts, was jedem gefallen wird. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich bin auch nicht angetreten, um es jedem recht zu machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wesentliches, was man in der Politik auch verstehen muss. Das heißt, die Politik, die wir unseren Wählern versprochen haben, die setzen wir auch um. Und das haben wir, glaube ich, in diesem ersten Jahr sehr gut gemacht, wenngleich ja auch noch viel vor uns steht. Sie haben ja noch einmal, quasi zurückzuschauen, hat nicht vielleicht jedem gefallen, aber Sie haben besonders großen Gefallen gefunden am Corona-Hilfsfonds und überhaupt am Corona-Thema, dass Sie weiter irgendwie aufrechterhalten oder immer wieder Bezug nehmen, auch bei Pressekonferenzen, wenn es um Buchvorstellungen geht, auch im Bund. Warum ist Corona Ihnen nach wie vor so ein wichtiges Anliegen und auch diese Auszahlung und diese quasi Wiedergutmachung? Also Gefallen gefunden habe ich am Gendererlass, weil er so viele zu Schnappatmung veranlasst hat. Das hat mir durchaus gefallen. Am Corona-Fonds habe ich keinen Gefallen empfunden. Das war in meinen Augen eine politische Notwendigkeit, die resultiert hat aus 3 Jahren falscher Politik. Und das war ein ganz zentrales Element unserer Wahlversprechen, die wir vor der Wahl getätigt haben. Und es war unabdingbar, diesen Corona-Fonds auch einzusetzen, mhm, und durchzusetzen. Und das haben wir gemacht. Ganz einfach, weil es für uns wichtig war, auch wirklich jenen Menschen zu helfen, die in dieser Zeit auf der Strecke geblieben sind. Sei es der eine Part, die verfassungswidrigen Strafen, die wir zurückbezahlen in Niederösterreich, oder auch jene zu unterstützen, wie Kinder und Jugendliche beispielsweise, die aufgrund der vielen Lockdowns, auch der Schulschließungen, psychische Schäden erleiden mussten. Und das war für mich etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das machen. Freude und Gefallen habe ich definitiv nicht empfunden. Aber weil Sie Ihr eigenes Stichwort jetzt gegeben haben, Sie haben Gefallen gefunden am Gendererlass. Aber können Sie nachvollziehen, warum es Menschen wichtig ist, zu gendern, den Doppelpunkt, das Binnen-I zu machen? Also Sie werden ja möglicherweise auch damit konfrontiert sein, dass Sie es wird freiheitliche Wähler geben, die möglicherweise das tun und nicht verstehen, warum Sie Freude daran haben, einen Gendererlass gegeben zu haben. Also auch eine Partei ist niemals ein zu 100% homogener Block. Natürlich gibt es immer andere, ich habe sie noch nicht getroffen bis jetzt, aber ich gehe schon davon aus, dass es den einen oder anderen geben wird. Mhm. Warum man das machen muss, verstehe ich nicht. Denn für mich ist immer vollkommen klar gewesen, dass das einfach grammatisch der generische Maskulin ist. Mhm. Das heißt, für mich ist immer vollkommen klar, dass ich hier nicht die männliche Form meine, sondern die weibliche wie die männliche Form. Und für mich ist das ganz einfach ein zentraler Punkt, dass Texte nicht mehr lesbar sind. Und ich habe das selbst einige Male auch bei eigenen Schriftstücken erlebt und habe dann auch aus der eigenen Erfahrung die Überzeugung gewonnen, dass bei einer bundespolitischen Relevanz auch hier auf den Universitäten etwas passieren muss, weil das nämlich auch bei den Diplomarbeiten, bei den Masterarbeiten etc. etwas ist, was in Wahrheit zur Unlesbarkeit der Texte führt. Und es ist keiner einzigen Frau geholfen damit. Das ist meine Sicht der Dinge. Gibt es irgendein Wort, das Sie besonders ärgert oder wo Sie irgendwie was szenarisch macht, unter Anführungsstrichen, wenn Sie die gegenderte Form hören? Also, da fällt mir spontan nichts ein, aber es geht auch nicht darum, was mich ärgert. Es geht darum, dass in Wahrheit in allen seriösen Umfragen die überwiegende Mehrheit gegen das Gendern ist. Mhm. Das ist für mich auch einfach das umzusetzen, was der Wille der Wähler ist. Ihr Wille wäre es gewesen, die S8 umzusetzen. Der Drill, ein Vogel,
scheint das zu verhindern. Auch mehrere Gerichtsurteile haben das jetzt beschieden, dass der Bau nicht stattfinden wird. Sie versprechen allerdings immer wieder, dass wenn die grüne Verkehrsministerin nicht mehr Gewessler heißt und es eine neue Regierung gibt, dann wird der Bau umgesetzt werden. Was macht Sie denn da so positiv gestimmt, dass dem, weil Gerichtsurteile wird man ja, also die haben ja nichts jetzt per se mit der Frau Gewessler zu tun. Also zum ersten Mal, ohne jetzt zu biblisch zu werden, aber dieser Wille wird geschehen. Da bin ich überzeugt davon. Und Gerichtsurteil, es liegt ja ganz klar auf der Hand, dass die S8, die nur ein Beispiel ist von mehreren, an Umsetzung auch im Bundesstraßengesetz verankert ist und die Frau Gewessler einfach aus einem Zorn, aus einer Wut auf Autofahrer ganz offenbar oder auf Straßen diese Projekte alle verhindert hat. Das hat 5 Jahre Zeit gekostet und vielleicht auch länger, das wissen wir nicht, weil dann natürlich die Folge diverser Gerichtsverfahren oft nicht abschätzbar sind. Für mich ist allerdings klar, dass diese Straßenbauprojekte nicht realisiert werden, weil hier irgendjemand gerne Straßen asphaltiert, sondern weil ganz einfach die Notwendigkeit gegeben ist. Und ganz besonders bei der Machfeld-Schnellstraße sehen wir ja, dass hier täglich zehntausende Pendler im Stau stehen und nicht weiterkommen. Mhm. Das heißt, diese Schnellstraße einfach benötigt wird. Genauso wie natürlich damit zusammenhängend auch den Lobautunnel. Das sind einfach Straßenbauprojekte, die notwendig sind, damit speziell in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich die Pendler auch in die Arbeit kommen. Und wenn wir es von der anderen Seite sehen und sagen, wir müssten den öffentlichen Verkehr mehr ausbauen? Dann sage ich Ihnen, dass ich genau das auch gemacht habe in diesem Jahr. Und das ist auch das Wesentliche. Die Frau Gewessler heftet sich immer auf die Fahnen, öffentlicher Verkehr, nicht der Individualverkehr. Mhm. Das macht aber beides nicht ordentlich, wie wir auch erlebt haben oder jetzt gesehen haben. Wir haben in diesem einem Jahr dafür gesorgt, dass einerseits Straßenbauprojekte in der Landesverantwortung auch weiter in Umsetzung bleiben. Mhm. Und zum Zweiten auf der anderen Seite aber auch den öffentlichen Verkehr massiv ausgebaut. Wir haben mit dem neuen Verkehrsdienstevertrag um 11 Millionen Zugkilometer mehr bewerkstelligt, von 33 auf 44 Millionen Zugkilometer. Das ist ja eine Zahl, um 120 neue Zuggarnituren in diesem Verkehrsdienstevertrag bestellt. Das heißt, es ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass jene Personen, die öffentlich fahren können bzw. fahren wollen, hier auch die besten Möglichkeiten bekommen. Mhm. Und hier sind wir noch nicht da, wo wir die letzten Monate gesehen haben, dass die ÖBB nicht in der Lage sind, das, was vertraglich vereinbart ist, auch einzuhalten. Und auch hier sehe ich das. Das ist also kein Spezifikum, was Niederösterreich betrifft, sondern es ist ein generelles. Bundesweites, selbstverständlich. Genau. Ja, aber bundesweites, aber das bestellen du dir die Züge aber jetzt wiederum die Frau Gewessler, das heißt, die Kritik geht wiederum an Sie. Nein, wir bestellen die Leistungen und damit einhergeht auch die Infrastruktur. Das machen ja wir. Und wenn die Frau Gewessler sagt, sie will den öffentlichen Verkehr ausbauen, hier Verträge eingeht mit Bundesländern, ja, dann muss man doch bitte auch dafür Sorge tragen, dass die entsprechende Infrastruktur, die Ressourcen da sind. Und das hat sie nicht zustande gebracht. Das heißt, auch im öffentlichen Verkehr geht nichts weiter. Es ist ein leichtes, hunderte Millionen Euro in die Hand zu nehmen und zu sagen, gut, wir machen jetzt Klimatickets und verschenken die so und so. Gut, dann schenke ich die Fahrkarte her. Aber ich habe noch nicht dafür gesorgt, dass ich auch die Züge habe, damit die Menschen, die Fahrkarten besitzen, auch damit fahren können. Genau, na, diese Kritik teilen ja auch Menschen, die nicht in Niederösterreich leben und möglicherweise nicht die FPÖ wählen, der es ja viele gibt. Sie haben noch eine Verkehrslandes-, also Ihr Pendant in Wien ist die Frau Siemer, die letztes Mal vor wenigen Monaten im Kurier auch gesagt hat, sie mögen sich melden, weil es war ja noch was anderes in Planung. Nicht nur Straße und Schiene, sondern auch eine Straßenbahn, die wieder revitalisiert hätte werden können oder sollen zwischen Wien und Niederösterreich. Haben Sie inzwischen mit der Frau Siemer gesprochen? Ja, ich habe mit der Frau Siemer mehrfach gesprochen, aber ich sage auch hier nicht mehr, dass ich seriös Politik mache. Und das bedeutet, dass ich nicht innerhalb eines Jahres Amtstätigkeit eine Straßenbahn baue. So seriös sollte man auch sein. Das heißt, ein solches Projekt muss auch ordentlich geplant werden, weil es ja auch ein finanzielles Mammutprojekt ist. Und da können Sie eine Referenz geben für die Zuseherinnen und Zuseher, von welchen Summen wir da reden hier, sprechen? Wir reden hier von über 100 Millionen Euro. Und einem Zeitplan, der ungefähr in welcher Machbarkeitsstudie? Wir sprechen hier von in etwa Umsetzbarkeit etwa 4 Jahre. Okay. Von jetzt angerechnet. Also wir würden 2028 oder 2029. In Machbarkeit. Okay. Aber selbstverständlich muss man sich auch hier genau ansehen, wie ist hier die Kostensituation? Was kostet mich ein Projekt? Und was nutzt es mir? Welche Alternativmöglichkeiten gebe? Und das ist für mich verantwortungsvolle, seriöse Politik, das alles auch zu prüfen.
Hätte diese oder hat diese Straßenbahnlinie eine Priorität für Sie oder wäre es eher beispielsweise auch der Ausbau von öffentlichen Bussen, die dann in abgelegenere Gebiete von Niederösterreich fahren, wo sich keine Schienen erschließen lassen für den Zugverkehr? Selbstverständlich hat bei mir Priorität der Bus in Niederösterreich. Ja. Das ist ja vollkommen klar, weil wir in Niederösterreich keine Straßenbahnen im großen Stil bauen können. Das ist etwas, was im Umland von Wien da und dort Sinn machen würde eventuell. Mhm. Aber natürlich ist bei uns das Mittel der Wahl im öffentlichen Verkehr der Bus. Und auch hier sind wir dabei, das zu verbessern. Und wir haben im Mostviertel damit begonnen, mit integrierten Ausschreibungen, wo wir nicht nur mit dem klassischen Großraumbus, sage ich jetzt mal, arbeiten, sondern auch eben mit einer Art Anrufsammeltaxi, dem Bedarfsverkehr, der dann auch Gegenden anfahrt, auch zu Uhrzeiten, wo der Bus ganz einfach keinen Sinn macht, weil es ja auch unwirtschaftlich ist und auch ja natürlich die Anrainer stören würde, wenn hier permanent ein leerer Bus durch die Gemeinden, durch die Ortschaften fahren würde. Das haben wir im Mostviertel gestartet im vergangenen Jahr und haben in dieser Testphase schon mal gesehen, dass es wunderbar angenommen wird. Mhm. Die Zahlen hier durch die Decke gehen und das werden wir sukzessive aufs ganze Land auch ausweiten. Es ist etwas technisch, aber man muss es dazu sagen, diese Regionen werden immer alle 10 Jahre ausgeschrieben. Das kann ich vorher nicht machen. Und hier ist natürlich der Zeitpunkt überall ein anderer und da werden wir das sukzessive weiterhin auch ausrollen. Ein Thema, das auch immer wieder mit Niederösterreich in Verbindung gebracht wird, ist auch, was den Ausbau jetzt von Windenergie und Windrädern betrifft. Da haben Sie ja relativ viele Vorbehalte oder Kritik. Ist es da je vorstellbar, dass Sie ad personam respektive die FPÖ ein Einlenken hat, dass wir uns darauf einigen werden müssen, Energie aus alternativen Formen zu finden, was dann einfach auch bedeutet, Windräder in die Landschaft zu stellen? Schauen Sie, das ist natürlich ein Thema, da muss man auch darüber sprechen, was denn den Energiebedarf generiert und hier im Konkreten natürlich den Strombedarf. Und da ist ein Thema für mich ein ganz wesentliches, nämlich die Elektromobilität. Wenn ich alles auf Elektromobilität umstelle, brauche ich mehr Strom. Steigt natürlich auch der Strombedarf, das ist vollkommen klar. Wir wissen auch, dass die Windenergie für manche ein wunderbares, lukratives Geschäft ist, aber nicht gleichmäßig übers Jahr verteilt und auch über den Tag verteilt, konstant die Energiemenge liefert. Das wissen wir auch. Wir kennen aber auch die Vorteile der Windenergie. Ne? Die Frage ist, dann frage ich Sie anders, welche alternative Möglichkeit gibt es denn neben der fossilen? Und wenn wir jetzt uns nicht darauf, ich habe schon verstanden, dass Sie sich jetzt auch insbesondere als Autofahrer Partei sehen, vielleicht sogar gleich oder noch mehr, als es die ÖVP unter Karl Nehammer tut. Aber dass wir alternative Formen der Energiegewinnung brauchen, ist ja evident. Wenn es denn nicht das Windrad ist und die Windkraft, sind Sie dann mehr d'accord, möglicherweise mehr Solarpaneele, mehr Wasserkraft? Ich weiß es nicht. Wohin ist denn bekannt? Wir haben ja gesagt, Photovoltaik, ja. Dort natürlich dann auch. Wo es niemanden stört. Nein, da gibt es genug Flächen, nämlich zum Beispiel Parkfläche überdachen, Häuser überdachen. Hier mal beginnen mit demselben Problem oder einem ähnlichen Problem wie bei der Windenergie. Das bringt mir nicht den ganzen Tag und das ganze Jahr gleichmäßig den Strom geliefert. Das funktioniert ganz einfach nicht. Wasserkraft, ja, dazu haben wir uns auch, darauf haben wir auch bestanden, dass wir hier uns wirklich die Potenziale in Niederösterreich ansehen und hier auch durch Wasserkraft entsprechend den Energiebedarf weiterhin abdecken. Und was man schon dazu sagen muss, ist natürlich auch, dass die Stromgewinnung durch Gaskraftwerke eine ganz wesentliche Komponente auch ist. Und dass man hier einfach gesagt hat, von heute auf morgen ist Gas böse und ich drehe das alles ab, ist natürlich in mehrerlei Hinsicht problematisch. Und zum einen, wenn es darum geht, wirklich konstant Energie zu gewinnen, wann immer ich sie brauche, aber eben auch um Spitzen auszugleichen, was von unheimlich großer Bedeutung auch ist. Momentan ist halt die Windenergie en vogue, in Mode, für viele ein gutes Geschäft. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es natürlich massive Eingriffe in die Landschaft bedeutet, dass es hier auch sehr viele Bürger gibt, die hier vehement dagegen sind. Und da muss man auch vernünftig damit umgehen, nämlich auch diese Sorgen auch bedenken. Da gibt es aber auch Umfragen, da hat sich die Bevölkerung ja auch dafür ausgesprochen, sie aufzustellen. Das war ja auch immer unsere klare Linie, dass man hier natürlich auch mit entsprechenden Volksbefragungen arbeiten muss, um hier auch festzustellen, wie sieht das die Bevölkerung vor Ort. Und wenn Sie hier irgendwo 80% der Ortsbevölkerung gegen einen Windpark aussprechen, dann hat dort kein Windpark zu entstehen. Ich bin aber auch demokrat genug, wenn es umgekehrt ist, das auch dann auch so anzuerkennen. Okay. Gut.
Gehen wir einen Schritt weiter. Ich möchte noch, weil die Zeit läuft, einmal noch ein Bundesland streifen und dann gerne noch kurz in den Bund kommen. In Oberösterreich, wo auch die FPÖ mitregiert, ist es ab sofort oder wird versucht, dass es Asylwerbern erlaubt ist, auch schon zu arbeiten. Sie verfolgen ja in Niederösterreich einen viel restriktiveren und rigiden Kurs. Könnten Sie sich aber, wenn das in Oberösterreich von Erfolg gekrönt sein sollte, vorstellen, das auch als Pilotprojekte umzusetzen in Niederösterreich, weil ja überall ein Arbeitskräftemangel herrscht? Nein, weil wir ja sehen, dass mit dieser Zuwanderung der letzten Jahre wir genau eins gemacht haben, wir haben uns Arbeitslosigkeit importiert. Die permanenten, das permanente Gerede von der qualifizierten Zuwanderung, um den Arbeitsmarkt zu stützen, ist ja bis zum heutigen Tag nicht passiert. Also diese Personen, die qualifiziert sind, die würden auch so zu uns kommen und die haben wir auch. Wir haben gesehen oder wir sehen aktuell, dass wir momentan in Österreich, ich glaube, 387.000 Menschen in Arbeitslosigkeit haben und wissen, dass ein erklärlicher Teil, 180.000, wenn ich es nicht täusche, nicht österreichische Staatsbürger sind. Da sollte man sich auskennen und sollte man auch sehen, wo hier das Problem liegt und das frühzeitige Integrieren von Asylwerbern in den Arbeitsmarkt mit Sicherheit nicht das arbeitsmarktpolitische Problem lösen wird. Okay. Großer Sprung in den Bund. Drückt der Eindruck, dass Sie sehr gerne von Niederösterreich Richtung Bundes-ÖVP schießen oder schießen lassen via Presseaussendungen, aber die ÖVP Niederösterreich davon verschont bleibt, von Ihrer Kritik? Nein, der drückt nicht, weil es so ist. Ich weiß ja, was ich medial auch von mir gebe und was ich sage. Und das sind das zwei unterschiedliche ÖVPs, von denen wir da sprechen? Das mache ich ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil ich sehe, was in der ÖVP auf Bundesebene, was in dieser Bundesregierung gerade abgeht und die letzten 5 Jahre schon passiert ist. Und da ist es nun mal die Bundes-ÖVP, die hier mit, ich glaube, 37% den absoluten Seniorpartner spielt und sich hier vom kleinen Juniorpartner, den Grünen, offenbar vorführen lässt. Und das gehört auch gesagt. Und das sehen wir in vielen Bereichen. Sei es der Kanzler an sich schon mal, der natürlich die Universalrepräsentanz über alle hat, aber auch um den Innenminister. Wenn wir uns ansehen, die Sicherheitslage in Österreich, bitte Wien, Favoritenräume am Platz, ist ja wohl das beste Beispiel. Und seine Maßnahmen, die er setzt, um dem endlich Herr zu werden, wie das Waffenverbot für eh alle, ist ja bitte Grund genug oder ja absolute Notwendigkeit, ihn hier auch zu kritisieren. Die absolute Notwendigkeit, die FPÖ zu kritisieren, dass sie das Innenministerium innehatte, jetzt beim Spionagefall Egisto Ott, sehen Sie auch? Das ist die absurdeste Geschichte der letzten Jahre, die hier die ÖVP als politischer trinkender Versuch an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber der Innenminister war damals Herbert Kickl. Der Herr Egisto Ott ist ein BVD-Beamter, ein ehemaliger BVD-Beamter mit SPÖ-Parteibuch, der unter dem ÖVP-Innenminister ins BVD in eine zentrale Stelle gekommen ist. Der unter ÖVP-Innenministern im BVD Karriere gemacht hat und jetzt dann als Spion der Russen aufgeflogen ist und das soll ein Thema der FPÖ sein. Also das hat mir seriöserweise noch niemand vortanzen können. Aber viel interessanter ist ja die Geschichte dahinter, die dankenswerterweise der Kurier auch berichtet hat, mit den drei Händen dieser hochrangigen ÖVP-Beamten aus dem Innenministerium, wo angeblich der Herr Otti verkauft haben soll. Und da sollte man sich die Frage stellen, was denn damit wirklich Aufsicht hat, warum hier die ÖVP so wild um sich schlägt. Und ich muss schon eins sagen. Aber auch die damalige BVD-Razzia, also man kann jetzt nicht die FPÖ davon freisprechen, sie hätte mit diesem ganzen Fall, inklusive dem ehemaligen FPÖ-Mandatar Jennewein, dem ja Kontakte mit dem Herrn Egisto Ott nachgesagt werden, von sich weisen, Herr Landauer. Es ist ja vollkommen offensichtlich jetzt, Egisto Ott, dieser Herr Weiß, der seine Tube abgesetzt hat und jetzt offenbar noch einer, diese Herrschaften waren im BVD und sind jetzt aufgeflogen als russische Spione. Also das ist ja offensichtlicher, geht es ja gar nicht, dass in diesem BVD natürlich der Hund los war und dass man hier eingreifen musste. Okay. Das ist im Wort jetzt der ultimative Beweis dafür. Gut, aber das ist der Rahmen, den Sie bauen, seitdem das alles passiert ist. Ne? Das ist quasi. Und diese Herrschaften waren schon weit vor der FPÖ in der Regierungsbeteiligung im BVD tätig, wurden schon weit vor Herbert Kickl als Innenminister im BVD quasi intronisiert. Also es geht sich ganz einfach nicht aus, diese Schuld Herbert Kickl in die Schuhe zu schieben. Und ich möchte schon eins auch sagen. Es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortlichkeiten und Kontakte. Ne? Wenn wir über Kontakte sprechen, dann habe ich nicht bestritten, dass hier offenbar der Herr Jenewein mit dem Herrn Ott Kontakt hatte. Es hat aber auch der Herr Pilz Kontakt mit dem Herrn Ott und bestreitet das nicht. Also was sagen die Grünen dazu? Es hat der Herr Brandstätter
Kontakt mit dem Herrn Ott gehabt, bestreitet das nicht. Ja, ja. Aber wo beginnt es? Und nur wenn man Kontakt hat, heißt ja nicht, dass er hier in diese Aktivitäten auch involviert gewesen sein muss. Aber ich möchte schon in diesem Zusammenhang eins auch ansprechen, nämlich die mediale Verantwortung. Und das sage ich jetzt wirklich global, dass hier in manchen Medien Überschriften konstruiert werden, wo Herbert Kickl quasi schon als Russenspion dargestellt wird, wo Aussagen eines wirklich verhaltensoriginellen ÖVP-Mandatars namens Hanger hier einfach in Überschriften präsentiert werden, als wären sie Fakten. Das ist für mich, für mein Dafürhalten, hat das mit journalistischer Sorgfalt wenig bis gar nichts zu tun. Da müssten wir dann auf jeden Kritikpunkt, den Sie dann anbringen, auch dem jeweiligen Medium zuteilwerden lassen und keine Generalkritik, die ist in dem Fall aber... Naja, ich bin schon der Meinung, dass die Medienlandschaft eine Generalverantwortung auch hat. Sie hat eine Verantwortung, aber jetzt alle unter Generalverantwortung. Ich habe nicht gesagt, dass es jedes Medium war, aber ich habe gesagt, dass es in der Medienlandschaft in Österreich in den letzten Tagen oftmals vorgekommen ist. Kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Würden Sie dann meinen, dass die FPÖ eine russlandfreundliche Partei ist? Nein, die FPÖ ist die einzige Partei in Österreich, die sich die letzten Jahre nachhaltig für Ruhe und jetzt natürlich seit dem Kriegsausbruch für Frieden eingesetzt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und es geht sich auch schwer aus, dass man sich als freiheitliche Partei von einem Herrn Babler beispielsweise, wir alle kennen seine Äußerungen, oder von irgendwelchen postkommunistischen Grünen vorwerfen lassen muss, Russland zu sein. Aber wir, das ist der Unterschied, sind die einzigen, die hier wirklich auch Frieden haben wollen. Würden jetzt, glaube ich, alle anderen widersprechen. Wie fassen Sie die momentane mediale Präsenz Ihres früheren FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache auf? Das kümmert mich recht wenig. Er muss selbst wissen, was er tut. Er ist erwachsen und mehr kann ich und will ich dazu auch nicht sagen. Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass schon so viel Kritik und gegenseitiges Vorwerfen von Dingen von früher, wie jetzt zum Beispiel beim BVD und beim Urschuss, publik wird, was glauben Sie denn, wie schmutzig wird denn dieser Nationalratswahlkampf werden oder wie heftig, nachdem jetzt schon so viele Anfeindungen innerhalb der Oppositionsparteien gegen die Regierungsparteien, auch zwischendurch innerhalb der Regierungsparteien öffentlich wird? Wenn ich über 5 Jahre als Regierung fatale Politik betreibe, dann muss ich auch damit leben, dass ich die Kritik dafür vorgehalten bekomme. Und nicht mehr und nicht weniger machen wir. Und das werden wir auch weiterhin machen. Würden Sie, Stand heute, was glauben Sie, wer wird als Erster durchs Ziel gehen im Herbst? Der Glaube ist eine Sache. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir es freiheitlich aufgrund, ganz einfach, glaub auf die Politik der letzten Jahre hier ganz vorne sein werden. Und das ist auch wichtig, weil es sonst keine Chance gibt, hier dieses Land auch zu drehen. Und das sage ich auch ganz offen, bin überzeugt davon, dass es notwendig sein wird, dass wir als freiheitliche Partei mit entsprechend großem Abstand als Erster durchs Ziel gehen und nicht nur knapp. Denn das größte Problem, das ich sehe in diesem Land, dass sich ÖVP und SPÖ oder vielleicht ÖVP, SPÖ mit einem Partner namens Grüne oder Neos einhängen und dieses Land noch weiterhin unterwirtschaften. Das heißt, Sie glauben, dass umso größer der Abstand ist, desto mehr oder desto eher besteht die Chance, dass die FPÖ in Regierungsverantwortung kommt, was ja jetzt momentan irgendwie immer prolongiert wird. Es würde eine Zweier-, Drei- oder Vierer-Konstellation sein, um die FPÖ zu verhindern. Ja, das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, diese Einheitspartei aus ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos hat das einzige Ziel, sich einzuhängen und gegen die FPÖ zu arbeiten. Und das sieht man ja auch jetzt im Wahlkampf. Das ist ja das Wahlprogramm all dieser 4 Parteien, gegen die FPÖ zu sein. Aber da sollten Sie aufpassen. Das geht sich als Wahlprogramm, wenn man auch wirklich Wählervertrauen gewinnen will, mit Sicherheit nicht aus. Sie haben ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP in Niederösterreich. Wie würden Sie die Kontakte im Bund einschätzen, was Ihre Partei betrifft mit den anderen Parteien? Also es gibt jetzt keine Einheitspartei aus den anderen 4. Die Gesprächsbasis. Besteht eine Gesprächsbasis im Bund mit der ÖVP Ihrer Meinung nach oder Ihres Wissens nach? Ich glaube, eine gewisse Gesprächsbasis vor allem in Sachthemen ist immer gegeben. Aber das muss ja auch so sein. Und man arbeitet ja auch parlamentarisch zusammen, mehr oder weniger. Aber das ändert dann nichts an der Tatsache, dass wir, wenn wir der Meinung sind, dass hier etwas falsch läuft, das auch artikulieren.
Das gehört sich auch so in der Demokratie. Das heißt ja auch nicht, dass man sich nicht mehr in die Augen schaut und nicht mehr grüßen kann. Und darum geht es ja auch nicht. Aber den Standpunkt auch ehrlich zu vertreten und das auch ganz offen auszusprechen. Okay. Herr Landbauer, danke vielmals. Die Zeit ist viel schneller verlaufen, als wir gedacht hätten. Wir hätten noch viel zu besprechen, vielleicht das nächste Mal. Danke vielmals fürs Zusehen.